Also, herzlich willkommen zusammen. Ich werde euch heute die Rowhammer-Attacke vorstellen. Spezifisch werde ich darauf eingehen, was die Rowhammer-Attacke jetzt nun möglich macht, auch wenn ECC-Memory eingesetzt wird. Ich habe dazu auch während dem Semester auch eine Arbeit geschrieben. Diese Arbeit basiert auf dem Paper, das ihr da unten seht, The Feasibility of Rowhammer Attack Against Computers Using ECC Memory. Ich werde euch zuerst ein bisschen erklären, wie Arbeitsspeicher nun aufgebaut ist auf einer physischen Ebene und euch auch aufzeigen, wieso es jetzt wieso die Rowhammer Attacke überhaupt möglich ist und was auf einer physischen Ebene passiert, damit ihr da ein bisschen besseres Verständnis für kriegt. Das Ziel der Rowhammer-Attacke ist es, Bitflips zu verursachen in Memory Locations, auf die wir nur beschränkten Zugriff haben, also nur Leseberechtigung oder gar keine Berechtigung. Mit der Rowhammer-Attacke wollen wir in diesen Speichersegmenten Bitflips verursachen. Das Konzept und der Effekt der Rowhammer-Attacke wurde erstmals 2014 publiziert bei Kim et al. An der ISCA-Konferenz. Nun, wie funktioniert Arbeitsspeicher? Wie ist er aufgebaut? Wie lesen wir und wie schreiben wir dorthin? Dazu sehen wir hier das elementare Bauteil des Arbeitsspeichers, genannt eine Zelle. Wir haben hier einen Kondensator, der hält eine Ladung und abhängig davon, wie stark diese Ladung ist, wird dies dann als logische 1 oder als logische 0 interpretiert beim Auslesen. Wir haben hier oben einen Transistor, der verhindert, dass die Ladung, welche im Kondensator gespeichert wird, auf die Bitline fließt. Nun, wenn wir lesen wollen von dieser Zelle, müssen wir eine Spannung auf die Address-Line geben. Dadurch erlaubt der Transistor, dass Spannung durch ihn durchfließt. Dadurch fließt die Ladung, welche im Kondensator gespeichert ist, auf die Bitline, welche wir dann auslesen. Wenn wir schreiben wollen, müssen wir wieder Spannung auf die Address-Line geben. Und nun geben wir auch Spannung auf die Bitline. Das führt dazu, dass der Kondensator dann aufgeladen wird. Hier sehen wir, wie das dann aussieht im Arbeitsspeicher selber. Wir haben ganz viele Reihen von diesen Zellen, welche auf der horizontalen mit der Address-Line verbunden sind und auf der vertikalen mit der Bitline. Durch Aktivierung einer Bitline und einer Address-Line können wir genau eine Zelle ansprechen. Das habe ich erklärt. Da Rowhammer nun darauf basiert, dass wir einen Spannungsübersprung haben zwischen den einzelnen Reihen, ist hier ein kleines Diagramm, das aufzeigt, wie Ladung von einer Zelle in die andere fließen kann. Dies passiert aufgrund von zwei Effekten, nämlich dem Parasitic Coupling Effekt und dem Passing Gate Effekt. Nun, was macht das überhaupt möglich, dass diese Effekte stark genug auftreten, um benachbarte Zellen zu beeinflussen? Das erste ist die Dichte der Zellen in einem Chip. Das zweite ist die Aktualisierungsrate, denn die Zellen verlieren natürlich an Ladung über eine gewisse Zeitspanne. Dadurch müssen sie immer wieder aufgefrischt werden. Und das dritte, was einen Effekt hat, ist, wie schnell halt eben diese natürliche Entladung passiert. Wir sehen hier, dass die Wachstumsrate der
Dichte nicht ganz mit Moore's Law übereinstimmt. Wir haben nur eine Verdopplung alle 3 Jahre, was trotzdem schon recht viel ist und nicht wie normalerweise eine Verdopplung alle 2 Jahre. Momentan ist es so, dass wir pro Chip, pro Speicherzeile etwa 1000 Zellen haben. Ja, hier sehen wir nun, dass das erst seit etwa 2010 die kritische Dichte an Zellen erreicht wurde. Denn vorher war es nicht möglich, Fehler oder Bitflips zu verursachen in den Memory-Modulen, weil die Zellendichte einfach nicht dicht genug war, damit der Passing-Gate-Effekt und der Parasitic-Coupling-Effekt stark genug waren, um das zu verursachen. Nun, in der Grafik sehen wir nun, wie die Aktualisierungsrate, also wie häufig diese Zellen aufgefrischt werden, einen direkten Einfluss haben auf die Anzahl Fehler, die produziert werden. Denn wenn wir nämlich unten die Aktualisierung, den Zeitintervall zwischen den Aktualisierungen verlängern, steigt die Fehlerrate und zwar relativ schnell. Wir sehen links, das ist eine logarithmische Skala. Nun, da wir jetzt ein bisschen wissen, wie Bitflips verursacht werden können und was dazu geführt hat, dass das überhaupt möglich ist, wie können wir das jetzt nun ausnutzen und provozieren, dass es verstärkt auftritt? Dazu suchen wir uns eine Target Row, in der wir das Bitflip verursachen wollen. Das ist jetzt hier in der Grafik R. Und dann gibt es verschiedene Techniken. Die effektivste ist die doppelseitige Technik, wo wir sogenannte Aggressor Rows haben, oben und unterhalb der Target Row. Und dann durch wiederholten und schnellen Zugriff auf diese Aggressor Rows verursachen wir einen verstärkten Stromfluss in diese Aggressor Rows, weil die Zellen dort immer wieder geladen und entladen werden. Dies verstärkt den Parasitic Coupling Effekt und den Passing Gate Effekt und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in R ein Bitflip auftritt, um ein Vielfaches bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, es passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt die drei Techniken. Single-Sided ist einfach, wenn man nur eine Aggressor Row neben der Victim Row hat. Das ist natürlich nicht so effektiv wie das Doppelseitige. Und dann haben wir noch die dritte Variante, die ist noch ein bisschen speziell. Das ist On Location, das heißt, wir versuchen einen Bitflip zu verursachen in der Zelle, in der Reihe, die gleichzeitig unsere Aggressor Row ist. Nun, was können wir damit machen? Die Herren Mark Seaborn und Thomas Dawn haben eine schöne Präsentation gemacht, wo sie ein 7-Schritte-Programm präsentiert haben, wie man eine Privilege Escalation mit Rowhammer durchführen kann. In Schritt 1 allozieren wir einen großen Bereich von Arbeitsspeicher. Im zweiten Schritt durchsuchen wir diesen Arbeitsspeicher nach Positionen, wo Bitflips auftreten. Denn Bitflips treten nicht überall auf. Es gibt gewisse Zellen, die haben eine bessere Veranlagung, um zu flippen. Das heißt, durch dieses Rausfinden, wo diese sind, können wir dann schauen, ob diese auch nützlich sind. Das ist dann Schritt 3. Wir schauen, jetzt in dem Fall versuchen wir eine Page-Table-Entry zu manipulieren. Wir schauen, ob das Bit, welches flippt, an einer günstigen Position in der Page-Table-Entry ist.
Sobald wir unsere Row identifiziert haben, wo das Bit an einer günstigen Stelle flippt, geben wir den allozierten Speicher wieder frei. Und das machen wir, weil wir jetzt im nächsten Schritt zwingen wir das Betriebssystem dazu, den freigegebenen Speicher mit ganz vielen Page-Table-Entries zu füllen. Das sieht dann so aus, dass wir unser File einfach mehrmals ins virtuelle Memory mappen. Und dadurch haben wir dann ganz viele Page-Table-Entries hier in Rot, die alle auf unser File zeigen, hier in Grün im effektiven, im physischen Arbeitsspeicher. So, jetzt im nächsten Schritt haben wir hier unsere Reihe, unsere Page-Table-Entry, die vorhin auf unser File gezeigt hat. Nun, indem dass wir die obere und untere Page-Table-Entry nehmen und diese als unsere Aggressor-Row wählen, können wir mit diesen hammern und verursachen dann einen Bit-Flip in dieser Page-Table-Entry hier. Was dann passiert ist, die Page-Table-Entry zeigt dann nicht mehr auf unser File im physischen Memory, sondern zeigt nun mit etwas Glück auf eine andere Page-Table-Entry. Was dazu führt, dass wir nun auf diese Page-Table-Entry hier Lese- und Schreibrechte haben. Weil diese Page-Table-Entry denkt immer noch, sie zeigt auf das File, auf welches wir Lese- und Schreibberechtigung haben. Und dadurch können wir nun frei diese Page-Table-Entry modifizieren. Und damit haben wir schon gewonnen. Denn damit ist es nun möglich, dass wir die Page-Table-Entry so modifizieren, dass wir auf einen beliebigen Bereich im physischen Arbeitsspeicher zugreifen können. Dadurch können wir jetzt nun Memory-Bereiche ändern, welche Access-Rights verwalten, oder wir können Encryption-Keys auslesen. Wir können auch einfach Daten auslesen, die zu anderen Prozessen gehören und noch vieles mehr. Das bringt mich jetzt nun zum nächsten Thema. Wir haben jetzt gesehen, das Ganze basiert auf der Grundlage, dass wir Bits zum Flippen kriegen, welche nicht flippen sollten. Für die, die es nicht wissen, ECC Memory ist Arbeitsspeicher, welcher entwickelt wurde und konzipiert wurde, um Bitflips zu korrigieren. Denn Bitflips können auch natürlich auftreten aufgrund von kosmischen Strahlungen oder halt einfach elektromagnetischer Interferenz oder wie das Wort heißt. Und deswegen wurde ECC Memory entwickelt. Nun, wir verursachen ja Bitflips und ECC Memory korrigiert das. Dadurch müssen wir jetzt schauen, wie wir das Ganze umgehen können. Vielleicht noch kurz, wo wird ECC Memory überhaupt überall eingesetzt? Das bekannteste ist in Servern, weil die müssen mit einer hohen Stabilität laufen, sollen gute Uptime haben und nicht in fehlerhafte Zustände geraten. Das andere ist in IoT, also Low Energy IoT Devices, auch neuerdings in Smartphones. Und der Grund ist dort ein bisschen ein anderer, weil man hat herausgefunden, wenn man die Aktualisierungsrate von den Rows runtersetzt, unter ein sicheres Limit, treten natürlich Bitflips auf, aber durch den Einsatz von ECC Memory werden diese korrigiert. Dadurch kann man die Aktualisierungsrate so weit runtersetzen, dass man Strom sparen kann, ohne dass das Gerät abstürzt oder Fehler macht, weil die Fehler, die auftreten, korrigiert werden. Richard Hamming ist der Erfinder von den Hamming Codes. Vielleicht haben einige schon von davon gehört, das sind lineare Error-Correcting-Codes. Diese können einzelne Fehler korrigieren und Doppelfehler detektieren. Das nennt man Single-Error-Detection, Single
Error Correction und Double Error Detection, abgekürzt SECDET. Damit wir überhaupt sehen können, wenn Fehler auftreten, müssen wir gewisse Zusatzinformationen speichern, sogenannte Parity Bits, in denen redundante Informationen gespeichert werden, um es dem CPU dann zu erlauben, den Originalzustand wieder zu rekonstruieren. Der CPU schreibt diese Parity Bits zu dem Zeitpunkt, wo er auch die Daten in den Arbeitsspeicher schreibt und liest sie auch gleichzeitig aus, wenn er die Daten wiederholt. Alle Fehlerkorrekturen werden vom CPU gemacht und nicht vom RAM-Chip selber. Also RAM-DIM. Hier sehen wir einfach kurz eine Gegenüberstellung von zwei RAM-DIMs. Unten seht ihr keine ohne ECC. Da haben wir 8 Chips und beim ECC-RAM haben wir 9 Chips. Das extra Chip ist dafür gedacht, um eben diese Parity-Bits zu speichern. Was passiert nun, wenn wir eine Rawhammer-Attacke fahren und ECC-Memory eingesetzt wird? Das erste ist, sie kann einfach fehlschlagen. Das zweite ist, wir haben eine Denial-of-Service-Attacke, denn ECC-Memory ist so konzipiert, dass wenn der CPU den Fehler nicht korrigieren kann, dann sollte er eigentlich crashen. Das ist nicht in allen Modellen so implementiert, aber er sollte crashen, weil gesagt wird, die Maschine befindet sich dann in einem unbekannten Zustand und es ist besser, sie stürzt ab, als dass sie mit der fehlerhaften Daten weiterrechnet. ECC-Ploit wurde dieses Jahr publiziert. Das ist nun der Angriff, den ich, der es möglich macht, überhaupt diese ganzen Schutzmechanismen von ECC-Memory zu umgehen. Ich werde euch jetzt kurz die Probleme erklären, die dies beherbergt, wenn wir ECC-Memory haben. Das erste ist, wir müssen wissen, was diese ECC-Funktion überhaupt macht. Wie werden die Fehler korrigiert? Das Problem ist, der Algorithmus, wie das passiert, wird von Intel und AMD nicht publiziert. Von dem her ist der als unbekannt anzusehen. Das zweite Problem ist, wir müssen detektieren können, wo Bitflips überhaupt im Arbeitsspeicher auftreten. Denn wie wir vorhin gesehen haben, müssen wir den Arbeitsspeicher durchsuchen können nach Orten, wo Bitflips überhaupt auftreten. Das dritte ist dann, wir müssen präzise steuern können, welche Bits flippen, so dass sie nicht vom ECC-Algorithmus erkannt werden und entweder korrigiert werden oder verursachen, dass die Maschine abstürzt. Die letzten zwei Punkte sind, moderne Systeme sind sehr häufig sehr schlecht dokumentiert und die meisten ECC-Algorithmen gehen sehr viel weiter als das normale Single Error Correction Double Error Detection Modell. Und das Letzte ist, es ist relativ schwierig, einen Bitflip zu provozieren mit einer Rawhammer-Attacke, ohne dass man jetzt einen unkorrigierbaren Zustand kreiert. Das bringt mich zum ersten Punkt, nämlich der Parity-Matrix. Das kann man ansehen wie die ECC-Funktion. Das ist eine Matrix, die wird benutzt für das Kodieren und Dekodieren der Daten, die in den Arbeitsspeicher geschrieben werden und um die redundanten Bits zu berechnen, die Parity-Bits. Das heißt, wir müssen herausfinden, wie diese Matrix aussieht. Nun ist es so, dass wenn ein Fehler auftritt und dieser korrigiert wird von der ECC-Funktion, wird ein sogenanntes Syndrom produziert. Das ist, hey, ein Bitflip ist aufgetreten, ich habe den korrigiert.
Das Syndrom ist unterschiedlich für alle 64 Positionen. Alle 64 Positionen vom Wert, der ausgelesen wird. Nun, wenn wir alle Syndrome haben und wissen, welchen Wert wir im Arbeitsspeicher hatten und wissen, an welcher Position die Bitflips aufgetreten sind, ist es möglich, diese Paratree-Matrix zu berechnen. Das wirft aber ein neues Problem auf. Wie verursachen wir jetzt zuverlässig und kontrollierbar an jeder der 64 Positionen einen Bitflip? Dazu habe ich euch hier ein Bild. Oben seht ihr das Pinout von einem DDR3-Socket. In Rot sind die Datenlanes und in Schwarz sind die Erdungen. Was nun gemacht wurde, ist, sie haben sich ein kleines Überbrückungstool gebaut und sie schließen nun die Datenlanes mit der Erdung kurz. Das heißt, wenn eine 1 ausgelesen wird, wird diese geerdet und wird dann als 0 weitergegeben. Hier so sehen wir, wie das dann aussieht, wenn ein DIMM eingesetzt ist. Das ist leider ein bisschen unscharf. Hier seht ihr, wie diese Probe Shunt eingesetzt wird. So, wie schon gesagt, um das nun auszulesen, wird der Speicher mit alles Einsen gefüllt, dann mit einer modifizierten Version vom Memtest wird der Arbeitsspeicher in einer Endlosschleife ausgelesen und die ganzen Syndromes, die produziert werden, werden von dieser Memtest-Version auch ausgelesen und gespeichert für die weitere Auswertung. Dann wird während dem laufenden Betrieb wird das Überbrückungstool immer weiter bewegt. Nun, sobald wir all diese Syndromes haben, können wir dann die Paratree-Matrix berechnen. Das Problem mit dieser Methode ist recht fummelig. Es muss für jedes CPU-Modell neu gemacht werden, denn diese Paratree-Matrix ist auf jedem CPU-Modell anders. Dazu haben sie eine Cold-Boot-Attacke benutzt. Die möchte ich euch jetzt nun kurz zeigen, wenn das funktioniert. Und zwar, was sie haben, ist, hier haben sie eine unbekannte Maschine, also ein CPU-Modell, wofür sie die Paratree-Matrix noch nicht kennen. Sie haben eine Host-Maschine, wo sie die Paratree-Matrix bereits kennen. Was sie nun machen, ist, sie beschreiben den Arbeitsspeicher auf dem Unknown Host, kühlen den mit nicht leitendem Gefrierspray, und dann werden sie ihn rausnehmen und auf dem Host, bei dem sie die ECC-Matrix kennen, einpflanzen und können so dann direkt die Matrix berechnen. Der Speicher wird beschrieben und gleichzeitig fängt er jetzt schon an zu kühlen. Für die es nicht wissen, durch das Kühlen des RAM-DIMMs wird die Zeit, die Verfallszeit der Werte in den einzelnen Zellen stark erhöht, weil die Spannung weniger schnell abfließen kann aus den, also die Ladung, weniger schnell abfließen kann aus den Kondensatoren. Jetzt hat das auf der Hostmaschine eingepflanzt. Jetzt muss ich schauen. Und jetzt hier rechts sehen wir die Syndromes, die ausgelesen werden. Ich dachte, ich zeige das einfach mal für die, die noch nie eine Cold-Boot-Attacke gesehen haben. Ich habe sie
vorher noch nie gesehen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So. Damit haben wir nun die ECC-Funktion bzw. die Parity-Matrix. Das nächste Problem ist, dass wir haben es, wir wollen den Arbeitsspeicher durchsuchen, wo Bitflips überhaupt auftreten, ohne den Host zu crashen. Das heißt, wir brauchen eine Side-Channel-Attacke. Und wie sich herausstellt, ist die Zugriffszeit auf Speicherzeilen, in welchen kein Fehler aufgetreten ist, sehr viel schneller als auf Speicher, in dem Bitflips aufgetreten sind. Wir sehen in blau die Anzahl Clock Cycles für das Auslesen von Speicher, welcher keine Fehler hat, und in rot das Auslesen von Speicher, welcher Fehler hat. Dadurch können wir nun herausfinden, wo diese Bitflips überhaupt auftreten im Speicher. Das nächste ist, wie kontrollieren wir nun, wo diese Bitflips auftreten? Dazu haben sie folgenden Ansatz vorgestellt. Sie haben ein 1-0-Stripe gemacht, also unsere Victim Row hat genau die umgekehrten Werte wie unsere Aggressor Rows, und haben damit gehammert, und in diesem Zustand werden Bitflips detektiert, also es werden Bitflips verursacht. Wenn wir nun eine einheitliche Anordnung haben, also eine homogene Anordnung, wo alle Werte gleich sind, werden keine Bitflips verursacht. Das hat dazu geführt, dass man zeigen konnte, dass nur wenn die obere und untere Zelle der Victim Row den umgekehrten Wert hat, wie die in der Victim Row, das sehen wir hier, unsere Aggressor Row hat 0, die Victim Row hat 1 und Aggressor Row hat wieder 0, nur dann tritt ein Bitflip auf. Nun können wir unsere Aggressor Row so konstruieren, dass sie eigentlich fast identisch ist wie unsere Victim Row, nur an diesen Stellen, wo wir die Bitflips verursachen wollen, die umgekehrten Werte hat. Dadurch können wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur in dieser einen Zelle in dunkelgrün einen Bitflip verursachen. So, das führt mich jetzt nun zum ECC-Ploit. Was müssen wir jetzt alles insgesamt machen? Wir müssen den ECC-Algorithmus von der Target-Maschine rausfinden. Dazu brauchen wir unsere eigene Maschine, welche das gleiche CPU-Modell hat, um diese Matrix zu berechnen. Wir müssen korrigierbare Bitflips auf der Maschine, auf unserer Target-Maschine finden. Dann mit Wissen, wo die Bitflips auftreten, mit Wissen, wie die Bitflips korrigiert werden, können wir dann unsere Rowhammer-Attacke so konstruieren, dass wir eine Silent Memory Corruption verursachen. Das heißt, wir verursachen Bitflips, welche nicht vom ECC-Algorithmus detektiert werden. Und der Rest ist dann einfach so wie jede andere Rowhammer-Attacke, die wir vorher schon gesehen haben. Ja. Abschließend möchte ich euch einfach noch kurz aufzeigen, was es so an Mitigations gibt. Die Herren, die ihr hier unten seht, haben sehr viele Rowhammer-Attacken zusammengetragen und die kategorisiert und analysiert. Sie haben auch eine Matrix aufgestellt, welche Mitigationen überhaupt noch effektiv sind. Wir sehen hier, es nimmt schon stark ab. Hier sehen wir auch, ECC Memory ist nicht länger anerkannt als effektive Mitigation gegen Rowhammer. Es gibt nur noch wenige, welche als effektiv angeschaut werden. Und ich nehme stark an, dass diese Liste kleiner und kleiner werden wird in den kommenden Jahren. Gibt es Fragen?
Ja. Also. Also wenn ich jetzt da irgendwie irgendeinen random Wert rauslese aus dem Speicher oder so, wie kann ich dann genau irgendwie sagen, es soll genau das Bit flippen, oder? Man steuert den Bitflip, indem das halt eben die Zellen oberhalb und unterhalb einen anderen Wert haben. Also zum Beispiel jetzt 0, da hält der Kondensator eine sehr tiefe Ladung und der Kondensator bei der Victim Row hält eine hohe Ladung und bei der Aggressor Row wieder eine tiefe Ladung. Dadurch entsteht eine höhere Spannungsdifferenz, was dann dazu führt, dass wenn man wiederholt diese Werte ausliest und schreibt, dass dann ein Bitflip verursacht wird, weil Spannung wie abgesogen wird. Dann muss ich aber recht genau das Layout vom Speicher wissen. Also wenn ich jetzt einfach irgendwie in einen Memory-Hex-Editor gehe und dann sehe ich dort, aha, irgendwie, es steht irgendwie dort Hallo Welt im Speicher und ich wollte jetzt irgendwie Tschüss Welt machen oder so. Dann muss ich auch wissen, irgendwie, wie sieht das dann im Speicher, also physikalisch aus irgendwie. Ja. Ja, also du musst schon wissen, wie deine Daten, die du hast, jetzt auf den physikalischen Arbeitsspeicher gespeichert werden. Und wie kann ich das wissen? es gibt... Ja, ich suche sie gerade. Auf Linux gab es bestimmte Kommandos, wo man sich das physische Memory Mapping ausgeben konnte. Also wir haben Virtual Addressing. Das ist das, was du als User eigentlich siehst. Das ist das, was du siehst. Und das wird dann in den physischen Speicher gemappt. Und du konntest dir, glaube ich, diese Übersetzung anzeigen lassen, aber es gibt diverse andere Methoden, wie man das auslesen kann. Ich kenne mich da auch zu wenig aus, um dir da jetzt eine genaue Antwort zu sagen. Oder Methoden, wenn man es nicht auslesen kann, wie man das Betriebssystem dazu bringt, den physischen Speicher so zu füllen, dass wir ihn etwa annehmen können, zu wissen, wie er aussieht. Ja, ja. 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 Es gibt auch den Probabilistic, also den wahrscheinlichkeitsbezogenen Heap Spraying und solche Sachen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Ja. Also du musst irgendwie den Speicher schon mal irgendwie vorbereiten da dafür. Ja. So nicht. Ja. Wie ist es jetzt genau? Du hast gesagt, ECC-Speicher werden jetzt auch bei IoT und Smartphones und so gebraucht. Ja. Wie genau ist die Verbreitung, dass man weiß, also dass man Paritätsmatrizen kennt? Also du hast gesagt, man muss den ECC-Speicher kennen, basierend auf bekannter CPU und so. Wie verbreitet ist es, dass man den Exploit jetzt kann anwenden auf Smartphones, weil vermutlich immer die gleichen Bauteile verbaut werden? Weiss man da schon Zahlen dazu oder ist das im Moment? Nein, also ich muss dazu sagen, diese Publikation ist sehr neu, die kam erst im Fall, die wurde erst dieses Jahr überhaupt präsentiert. Und es ist so. Bis jetzt ist das erstmal ein Proof of Concept. Es gibt noch nicht ein riesen Framework und eine riesen Wiki, wo man sich einfach diese Paratree Matrixes runterladen kann.
Aber es ist ein erster Schritt in diese Richtung, dass sowas entstehen könnte. Also, soweit ich das verstanden habe, berechnet ja der CPU diese Parität, oder? Ja. Und das macht er wahrscheinlich in Hardware, oder? Was ist verdrahtet auf dem Chip? Das macht der Memory Controller. Schon, oder? Ja. Intern. Und dann, wenn man das bewusst ändern will, dann muss man einfach das genauso ändern, dass die Parität wieder aufgeht, oder? Dass man genau diese Bit so flippt, dass die Parität wieder aufgeht, oder wie? Ja, also das ist die Idee. Das geht dann im mathematischen Bereich, aber durch das, dass du eine gewisse Unschärfe hast bei der Detektierung, kannst du eine gewisse Kombination verursachen, welche dir das dann das gleiche Resultat gibt. Das heißt, es gibt mehrere Lösungen und diese Paritätsmatrix checkt dann nur, stimmt das? Und wenn die Lösung stimmt, dann ist sie ihr egal, was eigentlich reinkommt. Genau, ja. Es sind ja, du hast ja acht Chips, also acht verschiedene Stellen, die ja. du zu einem Paritätsbit, also acht Bit zu einem Bit, die du. Und das gibt natürlich, durch das gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich. Wenn man ja. jetzt nur zwei ja, zu das ist jetzt hat, vereinfacht, also aber. Ja, ja. Es gibt natürlich, wird sehr komplex, ja. 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 Man kann den ECC-Algorithmus als Hash ansehen. Das ist kein Hash, weil er nicht taugt als Krypto-Hash. Offensichtlich nicht. Die Annahme ist, dass du halt ein oder zwei Bit-Fehler hast. Und wir als Angreifer können halt auf vier oder fünf genau, oder sechs ja. Bits flippen. So eine Collision im ECC-Algorithmus erzeugen. Das ist okay. Genau das, was wir suchen. Gut. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit.